So, hallo, ich probiere jetzt mal ein paar Kommentare zu dem Flug zu geben, was so taktische Entscheidungen sind. Jetzt drehen wir gleich wieder Richtung Norden. Da sieht man eigentlich schöne Wolken, so auch für Bad Kissingen und dann am ganzen Horizont. Aber dahin ist jetzt ein blaues Loch von 30 Kilometer. Und jetzt hier rechts kommend, da fliege ich jetzt auch mal hin, ist eine Wolke über Schweinfurt. Die ist wahrscheinlich nur 10 Kilometer oder 12, 13 Kilometer entfernt. Jetzt ist die Frage, ich möchte Richtung Wasserkuppe. Da geht ungefähr 30 Grad nach links der Kurs. Oder schau mal ganz kurz, ich habe es einprogrammiert. Naja, sogar nur 16, 17 Grad nach links. Das heißt, es ist dieser Umweg auf jeden Fall verkraftbar, dass ich erstmal die Nahwolke nehme, weil so viel Thermik ist jetzt auch nicht mehr früh. Und danach erst nach links, danach ist dann nochmal eine Wolke und dann in Richtung Bad Kissingen abbiege. Gut, wir geben Gas. Minus 2 Wölben. Und jetzt Sollfahrt und einfach noch Sollfahrt fliegen. Ich habe mich vorhin für die rechte Wolke entschieden, aber jetzt sieht fast die linke Wolke ein bisschen besser aus. Daher gehe ich jetzt aber 10 Grad nach links und steuere die so ein bisschen hinter Schweinfurt steht, an. Da habe ich weniger Abweichung von meinem geplanten Kurs. Muss zwar vielleicht 2-3 Kilometer weiter gleiten, aber ja, die sieht schöner aus. Und baut sie auch auf, wenn das hier rechts die scheinbar abbaut. Ein bisschen verdächtig ist die Luft, weil sie letzten 2 Minuten hier absolut tot. Und macht das Vario keinen Zucker mehr. Okay, wir nähern uns jetzt gleich der Wolke an. Wir sind jetzt über Sennfeld, südlich von Main. Die Wolke ist sehr schön langgezogen. Der größte Kuppel der Wolke ist jetzt hier im Süden, da warte ich das Steigen. Aber danach passt es auch, dass ich ein bisschen links fliegen muss von meinem Flugweg. Dann kann ich einfach diese langgezogene Wolke nach links entlang fliegen und irgendwo werde ich da garantiert Steine finden darunter. Fliege ich gerade mit 185 km/h an. Okay, hier fällt jetzt die Luft mit minus 5 Meter. Eigentlich kein schlechtes Zeichen, weil da könnte es vielleicht auf Level minus 5 hochgehen. Okay, der Rattenschwanz nach links der Wolke hat sich jetzt aufgelöst. Aber das Wolkenbild dahinter sieht jetzt auch schon ziemlich gut aus. Okay, jetzt kommt das Steigen. Hier schaut das Radio um. Naja, so toll ist es hier nicht. Jetzt gehen wir gleich mal in die nächste Wolke. Ja, es sieht schon besser aus. Wichtig ist immer beim Überlandfliegen nicht jedes Steigen mitzunehmen und vor allen Dingen nicht im zu schwachen Steigen zu verharren, dass ich dann ungefähr nur 1,5 Meter auskurbel. Wenn danach irgendwie ein 2,5 Meter Bart steht, dann mache ich ein Drittel der Zeit kaputt beim Fliegen. Das kostet dann locker sowas, dann 10-15 km/h Schnittgeschwindigkeit. Ich muss das immer optimieren und immer die Stärkeaufwände mitnehmen. Auch wenn es verlockend ist, wie die Steine. Natürlich immer auch aufpassen, dass man nicht zu viel immer nur 2-3 Kreise macht und den nächstbesseren sucht. Man verliert ja auch immer, bis man den optimalen Steigkern getroffen hat, sehr viel Zeit, in der man nicht so toll steigt. Und auch das geht dann wieder alles von der Schnittgeschwindigkeit ab. Also deswegen lieber ein bisschen tiefer runterfliegen, dass ich dann die Zeit zum Suchen des optimalen Steigens dann auch rentiert im Verhältnis zu der Zeit, die man tatsächlich steigt. Okay, das ist nichts. Fliegen wir weiter. Wenn wir auch was Besseres finden da vorne. Die Wolken sehen überall gut aus. Im Sollfahrtmodus haben wir Quelli 2.0 eingestellt. Das heißt, ich erwarte ein mittleres Steigen von 2 Meter pro Sekunde. Das ist das, was ich eigentlich mitnehmen möchte. Okay, hier geht es sehr gut runter. Wenn wir einen Schnellflug, so 200 km/h, 210, 220, so jetzt ein paar Grad nach rechts, um die erste Wolke mitzunehmen, weil da nichts ist, die zweite, die dritte. Einkreisen möchte ich, wenn es Vario deutlich über 3 geht. Steigen kommt, ich schalte meinen Vario-Modus um, 1,5 Meter, 2 Meter, 2,5, 4. Und wir gehen bei den 4 rein, wölben in die
Thermikstellung getroffen, dass man erwischt in dem Bad. Der Seite ist er nicht. Immer ein bisschen drüber, 72 Grad Methode. 3 Sekunden aus, Licht aufrichten und dann wieder rein in den Kreis. Hier scheint es gut gesteigen zu sein, gehen wir ein bisschen steiler rein. Integrator geht auf 2 Meter. Das heißt, mein McGrady-Wert passt auch. 3,1 Meter im Durchschnitt. Und das ist was, da muss man nicht mehr weiter optimieren. Wir überschreiten jetzt gerade die 2000 Meter. Die Lufttemperatur wird da ein bisschen angenehmer. Vorne in der Düse, das Thermometer zeigt jetzt auf 14 Grad an. Okay, unter 2 Meter pro Sekunde möchte ich nicht kurbeln, weil auch oben wird er auch wieder schwächer oder der Wolke, wenn sich da aufbreitet. Deswegen möchte ich jetzt nach dem Kreis aufhören. Dann ist 2051 Meter MSL. Und nehmen uns schon die nächste Wolke. Müssen wir aufpassen, dass der Luftraum von Hammelburg und Wildflecken. Der Hammelburg sollte kein Problem sein, der ist weiter im Westen, aber Wildflecken wird wahrscheinlich im Weg sein. Die Wasserkuppel müssen wir 12 Grad nach rechts liegen. Ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich gehe einfach hier geradeaus und kriege nicht die 12 Grad nach rechts. Wir nehmen die Wolke vor uns mit, muss dann weiter vorne einen Schwenker nach rechts machen, aber es sind sehr große Wolken. Oder ich fliege jetzt hier rechts, da ist noch eine auf dem Weg, aber ich bin eigentlich sehr hoch. So viel mehr Höhe brauche ich auch nicht. Ich bin ja jetzt ungefähr die 300 Meter unter den Wolken, was der Sicherheitsabstand ist. Das passt eigentlich so. Deswegen fliege ich jetzt einfach geradeaus weiter zu den nächsten Wolkenfetzen und dann steige ich schon gleich in die großen Wolken ein. Ich erhoffe, dass ich da eine Wolkenstraße erwische, dass ich nicht da nicht mehr so viel kurbeln muss. Gehen wir ein bisschen langsamer und nehmen wir das Steigen noch einen Geradeausflug mit. Ich wähle die Landestellung, dann fliegt er noch mit 80 und beschleunige wieder. Lassen die Wölbklappe mitkommen. Und geht in Schnellflug 210. Wir haben seit nächsten Weg von Koblenz eingegeben. Wir sind jetzt am Luftraum Frankfurt im Norden vorbei. Also ich muss jetzt noch ein bisschen nach Norden ausholen und dann geht's ab nach Westen. Basis ist jetzt 2250 Meter. Das McGrady habe ich jetzt von 2,0 auf 2,5 hochgedreht, weil wenn man so tolle Werte hat, dann kann man ein bisschen schneller fliegen. So, jetzt bin ich nördlich von Fulda. Die Wasserkuppe hinter mir gelassen, Koblenz ist eingestellt. Bin jetzt gerade am 3,5 Meter Bad, überlege mir, ob ich nicht vielleicht so einen McGrady-Ring von 2,0 auf 3,0 stelle, weil der letzte Bad war jetzt schon über 4 Meter, jetzt 3,5. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Mal schauen, wie schnell er mich dann vorschickt. Bei Gießen vorbei, habe noch 60 Kilometer auf Koblenz, habe jetzt mal wieder einen guten Bart, die letzten Mal nicht so toll, aber hier habe ich jetzt 3,5 Meter integriert, das ist eigentlich jetzt mal nicht schlecht. Ich habe eben gerade mal Satellitenbild in SkySight angeschaut, weiter Süden im Rheingraben ist keinerlei Wolke, jetzt muss ich mal schauen, wie das Wetter bei Koblenz aussieht, ob ich dann da weiter Süden fliege oder im Notfall einfach wieder hier den gleichen Flugweg zurück. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich schaffe, Frankfurt zu umrunden. Das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Ziel, nur über die reine Geschwindigkeit und Strecke hinaus. Aber da waren heute alle Wetter, oder im Falk oder sowas, da waren alle Wettervorhersagen heute einig, dass es der Rheinkram eher schlecht ist. Aber zum Durchgleiten hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert.
Dann in kürzester Zeit 500 Meter Höhe getankt und weiter geht's. Wenn ich nämlich links oder rechts die Wolke. Ja, ich glaube, nehme rechts die Wolke. Aber wenn ich das ein bisschen jetzt kurz ablage, oder ich klicke einfach geradeaus, was soll's. Das übernächste Woche sieht auch wieder gut aus. Naja, komm, ich nehme mal mit. Wieder Vorfluggeschwindigkeit zwischen den Wolken 200 km/h. Über Grund sind es jetzt 216. Obwohl wir minimale Gegenwindkomponente haben, aber der Luftdruck in 2300 Meter ist dann doch schon ein bisschen geringer. Das ist schon diesen Unterschied macht von locker 10-15 km/h. Da vor uns ist die Stadt Koblenz. Und vor uns ist jetzt der Luftraum vom Flugplatz Frankfurt-Hahn. Der hat sich inzwischen enorm stark ausgedehnt. Da ist ein riesen TMZ drin. Ein Transponder Mandatory Zone. Man muss also einen Transponder mit sich führen, wenn man reinfliegen will. Ich habe keinen Transponder. Jetzt muss ich da eine enge Lücke suchen. Also das sagt ich sehe sie ja in der Karte, aber auf jeden Fall, dass ich da zwischendrin durchkomme. Das wird spannend. Deswegen muss ich davor auf jeden Fall so viel Höhe machen wie möglich. Weil da könnte es sein, dass ich nicht links oder rechts Wolken nehmen kann, sondern da einfach stur durchgleiten muss. Jetzt gerade der Indikator war kurz auf 4, jetzt sind wir bei 3,9. Also recht guter Aufwind. Weil ich ein bisschen nur den noch probieren zu optimieren. Aber dann schmeißt man sich wahrscheinlich nur noch raus. Ich probiere es trotzdem mal kurz hier ein bisschen aufrichten und wieder rein. Ne, war nichts. Als nächsten Wegpunkt habe ich mal ein Esswein am Pfälzer Wald gesucht. Der müsste mich dann genau durch den Korridor führen. Okay, ich bin jetzt auf 2500 Meter, so hoch war ich heute noch gar nicht. Also die Basis ist ja höher. Jetzt fliege ich erstmal wieder weiter in den Korridor ran. Ich hoffe, dass die nächste Wolke da vor mir auch nochmal steigen bringt. Da vorne rechts unten, ich hoffe, man sieht es auf dem Video, mal kurz schauen. Jetzt auf jeden Fall da rein. Jetzt wieder 200 km/h Vorfluggeschwindigkeit. Was hier über Grund 220, 219. Von der Uhrzeit her ist 15.15 Uhr. Ja, die Zeit läuft dann auch nicht so langsam weg, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es hinhaut. Jetzt befinde ich mich genau in dem Korridor. Links ist der Luftraum von Frankfurt, ich schätze mal so 2 Kilometer. Rechts ist der Luftraum, wo fängt gleich der Luftraum von Frankfurt-Hahn an. Dann so 3 Kilometer, schätze ich mal. Aber zum Glück ist genau vor mir eine Wolke. Und die könnte, wenn der Wind sie nicht wegbläst, weil der Wind kommt auch genau von vorne, ich habe jetzt genau Gegenwind, könnte quasi auch in der Mitte von der Wolke in Aufwind hochgehen. Dann werde ich da ein bisschen Höhe tanken, dann weiter. Oh, und das ist noch besser, das sind 2 Segelflugzeuge, die da kreisen, cool. Dann schwöre ich jetzt mal auf die Schnellflugstellung und fliege da mit 200 hin. Am Flammrad darf ich jetzt auch zeigen, plus 3 Meter an. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, 3 Flugzeuge, einer ist ein bisschen tiefer. Aber aufpassen, dass wir noch mehr sind, weil hier natürlich auf der Strecke werden alle, die von Nord oder Süd kurz fliegen, müssen ja hier genau hier durch. Das heißt, hier ist Luftraumbeobachtung noch wichtiger. Gibt immer, wenn man hochzieht, dann erstmal doch recht stark an den Anschlag. Also ich glaube, ein bisschen Knüppelthermik ist ja auch mit drin. Ich mir irgendwann mal meine Düse anschauen, wie man die optimiert. Vorne ist eine Insel im Rhein, oder mehrere Inseln im Rhein. Eigentlich sehr schön, die Landschaft hier. Ich glaube, ich habe noch mehr Wolken auf Kurs. Ich fliege weiter. So, ich bin jetzt quer ab vom Flugplatz Frankfurt-Hahn. Bin jetzt quasi immer auf 1900 Meter, aber bin jetzt einen ziemlich guten Aufwind reingestoßen. Der geht jetzt hier gerade mit 4,4 integriert. Die Warnnadel ist hier auf dem Anschlag. Ah, unter mir rechts ist ein Steinbruch.
wird der den wahrscheinlich auslösen, den Aufwind. So, jetzt wird spannend, jetzt bin ich hier im Rheingraben. Das ist im Pfälzerwald gerade hinter mir. Der Blitz vor mir, ich weiß nicht, was wird das, wie breit wird das sein? 50 Kilometer, absolut tote Luft. So, ich gleite jetzt einfach mal drauf los, hoffe, dass ich vielleicht irgendwo zwischendrin ein bisschen was im Clown finde. Ja, und wenn nicht, naja, mal schauen. Ein bisschen links sehen, es stehen noch Wolken, aber da links ist wieder der Luftraum Charlie von Frankfurt. Da kann ich also auch nicht reinfliegen. Ich muss also jetzt hier geradeaus durch. Da vorne dann wieder, wenn dann der Spessart und Odenwald, weil das wirklich der Odenwald, der vor mir ist, kommt. Da sehen die Wolken wieder hervorragend aus. Ich meine, genauso war es auch vorhergesagt. Und sonst zur Not gibt es ja sehr viele Flugplätze im Rheingraben. Also da irgendwo wird man auf jeden Fall landen können. Ich habe jetzt mal die Fahrt ein bisschen rausgenommen. Also ich bin eben die ganze Zeit mit 200 vorgeflogen. Jetzt fliege ich so 145 km/h vor. Ich meine, ich will noch ein bisschen ankommen, aber also soll ich auch ein bisschen Geschwindigkeit die Strecke machen. Aber ich möchte jetzt auch nichts riskieren, ja, mit 200 meine ganze Höhe zu verballern und dann hier irgendwo außen landen zu müssen. Ich habe jetzt noch 2100 MSL. Das ist ja vielleicht auch so knapp 200 Meter hoch. Also bin ich jetzt vielleicht 1900 über Grund. Damit sollte ich, oh Gott, ich gleite gerade mit 21er Gleitzahl, weil es ja noch sinkt. Ich glaube, ein bisschen schneller fliegen. Der Kitzing selber sitzt auf 152 Kilometer. Also wenn ich Anschluss an die Wolken da vorne schaffe, dann reicht es locker nach Kitzingen. Mit einer Quaddy 1.0 brauche ich 2200 Meter, die ich noch kurbeln muss. Mit einer Quaddy 2.5, 3600. Das heißt, wenn ich 2 Meter Bärte habe, ist das nur eine halbe Stunde Kurbelzeit. Und dann, und ich fliege gerade 150, 750 Kilometer, eine Stunde Vorflugzeit, eine halbe Stunde Kurbelzeit, dann hätten wir es geschafft. Der 45 Grad rechts baut jetzt eine Wolke auf. Ich mache jetzt einen Umweg und fliege dahin. Ja, jetzt muss der Ventus mal zeigen, was er gleiten kann. Ich bringe hier kleine Fluse vor mir und ich denke, der werde ich ein bisschen steigen finden. Und ich so vielleicht 300 Meter Höhe machen kann, dann passt wieder alles und ich komme wieder weiter. Okay, damit der hier nicht gerechnet, das sieht doch sehr ausbaufähig aus. 2,6 integriert, aber ich habe ihn noch nicht. So, aktuell bin ich jetzt gerade wieder auf der anderen Seite vom Rheingraben. Ich bin quer von Heidelberg. Und hier fängt jetzt der Odenwald an und das Wetter sieht wieder toll aus. Und die Aufwinde sind wieder stark. Einer schlägt bis 5 Meter aus, aber bleibt es da, ich weiß es nicht. Ne, fliegen wir weiter, wir haben noch ein bisschen höher. Müssen wir wieder in den Speed-Modus umschalten, eben durch den kleinen Gramm durch. Dieses möglichst wenig Höhenverlust. Jetzt heißt es wieder nur noch Stärke auf mitnehmen. McCready habe ich jetzt, nachdem ich eben auf 1 war und dann halt den Zwischenaufwind gehabt, habe ich McCready auf 2 Meter pro Sekunde gestellt und jetzt hier, wo das Wolkenbild wieder so toll aussieht, bin ich jetzt wieder auf 2,5. Und ich habe jetzt eben entschieden, noch ein bisschen weiter Richtung Südosten zu fliegen und nicht direkt auf Kitzing zurück. Jetzt hier vorne so eine schöne Wolkenstraße sich gebildet hat und es scheint, als ob die vorne einen Bogen nach links macht. Dann kann ich mich hier vielleicht noch ein bisschen nach Süden ausrichten und das noch ein bisschen vergrößern, meine Flugstrecke heute. Von der Entfernung her habe ich jetzt noch 103 Kilometer bis Kitzingen. Ich werde jetzt mal so, ja, tangential dazu fliegen, dass ich mich nicht mehr auf Kitzingen zu bewege, sondern eben noch Kilometer in den Süden mache. Hier oben wird das Steigen immer schwächer, wenn man näher zur Wolke hinkommt. Ich muss überlegen, wie lange ich das noch mitnehme. Jetzt ist von 3, irgendwas auf 2,6, 2,7 gefallen im Schnitt. Jetzt zwei Überlegungen. Ich bleibe in dem niedrigeren Höhenband, wo das Steigen stärker ist. Oder ich komme hier an die Basis ran und fliege da die Wolkenstraße möglichst in der Basis. Da ist es ja ein breiteres Steigen, das heißt, da trägt mehr unter der Wolke. Und ich muss dann weniger kreisen. Dafür ist das Steigen schwächer. Das ist jetzt so die Abwägung. Jetzt habe ich noch 41 Kilometer auf Kitzingen, bin in 2200 Meter Höhe, kann also einen ganz bequemen Endanflug machen mit
mit McCready 2.0. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, einen 104er Schnitt. Jetzt werde ich bis Kitzingen keinen Kreis mehr fliegen. Das heißt, ich könnte es vielleicht auch auf einen 107er, 108er, 109er, vielleicht sogar 110er Schnitt schaffen. Mal schauen, wie gut es jetzt noch läuft. Vorne bei den zwei letzten Wolken, die hier noch sind, will ich ein bisschen noch die Fahrt ein bisschen rausziehen und ein paar Meter Höhe mitnehmen und dann nur noch abgleiten. Alternativ könnte ich jetzt natürlich bei dem nochmal in den Bart einsteigen. Der kurbelt mit etwas über 2 Meter pro Sekunde. Und dann nach Kitzingen hinten raus verlängern, aber eigentlich ist wurscht. Wenn der wüsste, dass es hier vorne mit 5 Metern geht. Das wird Bobby über unter der Wolke geht es besser als da, wo der gerade kurbelt. So, ich habe noch die Batterie gewechselt. Damit habe ich jetzt Saft, um den Enderflug zu filmen. Dann ist auf 26 Kilometer Kitzing ist da vorne zu sehen. Und ich werde jetzt mit 200 km/h den Rest fliegen, egal was die Technik hier sagt. Ich stelle den Sollfahrtton auf 0 und los geht's.